Okay. In dem Part habe ich mir jetzt vorgenommen, die gesamte Mondgrotte plus vielleicht den Dornsumpf noch größtenteils zu komplettieren. Weil wir jetzt im letzten Part die Fähigkeit Schwimmen und den die Stampfattacke erhalten haben, haben wir jetzt sehr, sehr, sehr viele Wege offen. Wir können fast alles nun erkunden, was es beliebig ist. Was ich ziemlich, ziemlich nice finde. Aber okay, gehen wir kurz mal auf die Kartenlegende, was das eigentlich jetzt bedeutet. Okay, da habe ich gespeichert. Das ist ein Teleportpunkt. Und Geistertore haben wir auch noch ein paar, ne? Kartenstein? Kartenstein? Was? Okay. Stammbaum. Kartenfragment. Schlüsselstein. Energietor. Zerstörbare Wand. Zerstörbarer Boden. Und so vieles mehr. Also ich würde persönlich jetzt mal sagen, wir machen erstmal mit dem Dornensumpf. Wir fangen erstmal dort an. Und ich würde sagen, ich gehe dort hinter zu diesem Becken. Also dahin. Dann gehe ich dort runter, schauen wir, was dort ist. Und wir sehen es dann, wenn ich dort hinten bin. Also, bis gleich. Okay, kurze Verschiebung. Ich habe hier noch eine Fähigkeitenzelle mit auf den Weg mitgenommen. Die befindet sich nämlich genau hier oben. Na, aber okay, es geht ab nach da hinten. Wo wir auch hin wollen. Bis gleich. Und nochmal kleiner Zwischenstopp. Hab noch was gefunden. Nämlich hier oben. Das ist an der genau selben Stelle, nur ein bisschen weiter oben. Okay, jetzt aber wirklich bis gleich. Okay, bin jetzt hier. Und was haben wir denn hier? Eine Fähigkeitenzelle anscheinend. Und damit wieder einen neuen Fähigkeitenpunkt. Nice. Und dann können wir hier eine Abkürzung erschaffen. Ah, okay. Und ist da oben was versteckt? Nein? Okay. Dann haben wir jetzt eine Abkürzung erschaffen können. Interessant, interessant. In Ordnung. Dann würde ich sagen, gehe ich nun weiter noch da hoch, wo der schwarze Fleck ist, weil da waren wir noch gar nicht und zu diesem Punkt dort oben, den leuchtenden da. Da gehe ich jetzt auch noch hin. Also, wir sehen uns, wenn ich oben bin. Bis gleich. Alles klar. Bin gleich oben. Seht ihr schon? Und Alter, Oschi am Start, ey. Rainer, was machst du hier? Und wow, wow, ah! Das ist der Enkelkinder namens Enkelkinder des Enkelkinds. Hilfe. Oh, down. Und aua. Was soll der Scheiß? Autsch. Das hat weh. Das hat verdammt nochmal weh. Und wow. Scheiße, habe ich da gerade schnell reagiert. Und ist hier nichts. Oh, obwohl doch, hier war was. Hier war nämlich das hier. Und steht da hoch. Aber alte Scheiße, ey. Hab ich mich jetzt erschrocken. Also ich habe mich gerade wirklich erschrocken, dass ich auf einmal die Stammattacke ausgeführt habe, weil das war eigentlich gar nicht meine Absicht, die auszulösen. Aber, naja, Reflexe sind manchmal echt praktisch. Aber in Ordnung, da gehe ich jetzt noch nicht hoch, weil ich das da noch kurz verkackt habe, weil ich glaube, ich hätte den Gegner nicht töten dürfen. Deswegen gehen wir erstmal dort rüber. Und hier haben wir so ein Tor. Ein zerstörbares Tor natürlich. Ah, wie kann ich das vernichten? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Weil hier waren wir ja schon. Aber diese Wand da, die können wir noch nicht zerstören, ha? Huh? Okay. Okay, okay, okay. Dann probiere ich da jetzt nochmal hochzukommen. Ich hoffe, vielleicht ist der Gegner jetzt respawned. Vielleicht. Ja, ist er. Perfekt. Dann können wir das nämlich hier hochschießen. Und jetzt können wir uns da das hier anschauen. Perfekt, oh Mann, doch. Genau, wie ich es mir gedacht habe. Aber in Ordnung, wie komme ich jetzt dort rüber? Weil da ist eine Lebenszelle. Muss ich dann den Gegner irgendwie umbringen? Kann ich den von hier aus Schaden anrichten? Und gehen wir hoch? So? Nein. Komm, all die Kinder kommen auch nicht hoch, ne? Naja. Wie komme ich denn da rüber? Durchsprung! Ja! Nice! Lebenszelle mitgenommen. Genau die, wo ich haben wollte. In Ordnung. Dann habe ich hier noch, man sieht da, hier ist noch etwas, wo wir hingehen können. Den Weg würde ich dann auch euch schneiden wollen. Und dann, da ist schon die Mondgrotte wieder, ne? Da müssen wir jetzt echt aufpassen, dass wir jetzt nicht in die Mondgrotte reinfallen. Und dort hinten ist noch etwas. Okay. Und an die komme ich, da ist doch was. Aha. Okay. Dann gehe ich mal dort hinter. Weil das interessiert mich jetzt schon ein bisschen, weil da vorne war nichts, ne? Also ich bin da nicht hochgekommen, aber vielleicht war ich auch einfach nur doof, dazu kann auch sein. Es ist vieles möglich. Okay,
Dann schaue ich mal kurz nochmal danach. Das war doch hier, oder? Nein, das war noch eins weiter oben, ich Idiot. Noch eins weiter oben. Okay. So, Chuck Boom. Dann begeben wir uns dort hoch und... Ah ja, hier war ja dieses Tor. Wo ich nicht wusste, wie ich da rankommen soll. Kann ich da... Ich kann nicht damit interagieren. Damit auch nicht. Und ich glaube, zerstören kann ich es auch nicht. Hä? Wie komme ich dann daran? Kann ich die Wand vielleicht in Stampfattacke vernichten? Geht das? So, komm schon. Stampfattacke? Nein. Und die Attacke auch nicht. Komisch. Aber ich will die Fähigkeiten haben, Mann. Das gibt's doch nicht. Aber aktuell ist es vielleicht uns noch gar nicht möglich. Oder warte mal, wie weit kann ich den Gegner locken? Kann ich den wieder hinterschießen? Nein, geht nicht. Schade. Obwohl, warte, der Gegner folgt mir, ne? Ja komm, ihr Putzi-Putzi-Buß. Ja komm und... Ach komm schon, ernsthaft jetzt. Jetzt gibt ihr auf, oder was? Ach komm schon. Ja, okay. Halt nicht. Und das machen wir sie einfach so kalt. Cool. Bam, bam, bam. Ja, geil. Voll das Trampolin-Spielchen hier. Bam und tschüss. Ja, das sind alle down. Cool. Aber okay. Dann gehe ich jetzt mal zurück zum Ginsu-Baum. Also zum Eingang zumindest des Ginsu-Baums. Meines Wissens nach. Ja, hier ist der Ginsu-Baum. Da wollen wir jetzt aber nicht rein. Wir wollen nämlich noch weiter zurück. Nämlich dort hinter. Weil dahin möchte ich ja. Das ist so quasi mein kleines Zielchen. Und nein. Autsch. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ja. Obwohl, warte mal. Mit der Hilfe des Gegners kann ich mich doch dann da hochschießen. Und wartet. Doppelsprung? Nein. Ich will doch nur da hoch, Mann. Lass mich doch hoch. Nein. Ich. Alter, ich glaube schon, dass ich da hochkomme, ne? Mann! So, in der Ecke positionieren. Und. Und hoch und... Ja! Ja! Oh mein Gott! Geht doch! Ich wusste doch, dass ich da hinkommen kann. Aber okay, jetzt... Hier bin ich jetzt wieder überfragt. Oh. In Ordnung. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt, weil ich an die Fähigkeiten zähle, da nicht rankommen kann, hole ich mir... Versuche ich es mal, an die ranzukommen. Weil vielleicht ist es dort besser möglich oder so. Kein Plan, ne? Also, ich habe echt keine Ahnung. Aber in Ordnung. Dann sehen wir uns dann, wenn ich dort unten bin. Bis gleich, Leute. So, und na. Okay. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Nämlich damit. Oh mein Gott, das ist gar nicht mal so einfach, ey. Okay. Einmal hier in der Luft halten und... Nein! Wir müssen nämlich dazu bringen, dass die Spinne zweimal schießt. Aber nicht in dem Winkel. Nicht in diesem Winkel. Und... Aua. Fuck it. Und ausweichen. So, schießen wir uns da hoch. Dann schießen wir uns da hoch. Und nein! Oh Mann. Okay, nochmal. So, da. Und jetzt hat. Jetzt hat. Yeah! Zelle. Gecatcht. Nice. Alles klar, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal dorthin. Da, wo auch diese Seentüren hier sind, weil man sieht schon, hier ist noch einiges versteckt, ey. Hier, dann da zwei Geistertore, die wir öffnen können. Dadurch jetzt. Und da unten ist ein Kartenfragment. Da kann ich dann auch noch lang und allem drum und dran. Also wir haben hier noch einiges zu erkunden. Sieht man hier eigentlich ziemlich krass. Und ganz raus wollte ich es nicht. also. Ich würde es erstmal sagen, ich gehe dort runter. Zum See. Wo dann das Ding hier auf uns wartet. Dann gehe ich dort hoch zu den Toren, aber jetzt erstmal zu diesem kleinen See dort. Also, wir sehen uns dann, wenn ich dort bin. Bis gleich. Und. Ups! Yeah! Und damit auch eine weitere Zelle, die uns. Ja, ein bisschen so gefehlt hat, ne? Aber in Ordnung. Da unten ist noch eine. In. Oh, okay. Und dort hinten. Aber jetzt gehe ich erstmal zu der dort oben, wo die zwei Geistertore quasi sind. Also, wir sehen uns dann, wenn ich dort bin. Bis gleich. Ja, Leute. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, oder wie bereits angekündigt, dass wir uns an dieser einen Stelle treffen.
Allerdings kam es anders. Ich hab's nämlich fertig aufgenommen gehabt, wollte dann schneiden und hab gemerkt, scheiße. Der Speicherplatz ging ja in diesem Part voll, mittendrin. Und ich hab gehofft, dass die alte Videodatei abgespeichert wird. Wurde sie aber nicht. Das heißt, der ganze zweite Teil, der riesige Teil, ist verloren gegangen. Wir haben jetzt natürlich die Mondgrotte und, sag's mir doch, den Dornsumpf ziemlich gut abgeschlossen, ziemlich weit sogar. Obwohl ich ja gerade sehe, da habe ich sogar noch was vergessen. Oh, okay. Obwohl, stimmt, da bin ich ja nicht reingekommen. Genau, da bin ich ja nicht reingekommen. Und manche Sachen bin ich ebenso noch nicht reingekommen. Aber wir haben ziemlich viel gemacht. Und dann habe ich dann in dem Part gesagt, yo, wir machen hier dann weiter und schauen uns hier weiter um. Und das würde ich jetzt auch jetzt schon machen. Aber es kotzt mich natürlich gerade etwas an, dass ich jetzt euch natürlich den Teil, wo jetzt verloren gegangen ist, nicht mehr zeigen kann. Weil ich sonst alles nachspielen müsste und das wäre halt auch ewig lange Arbeit. Also, da würde ich ewig brauchen, bis ich diesen Fortschritt komplett wieder geholt habe. Also, ich müsste es dann nochmal einen Gensuper machen, dann nochmal alles erkunden, nochmal. Und ich Let's Play zwar gerne, ne? Let's Play ist eine meiner Leidenschaften, eine absolute Leidenschaft von mir geworden. Allerdings, das wäre zu viel. Das wäre definitiv selbst mir zu viel gewesen. Und ich gebe sehr viel Energie in die Let's Plays rein. Sehr, sehr viel. Aber das war selbst mir dann etwas zu übertrieben. Deswegen machen wir es hier quasi weiter. Ganz normal, ganz gechillt. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass es so lange nichts kam. Aber dadurch, dass dieser Fehler aufgetreten ist, kam eine kleine Demotivation rein. Ist nicht indirekt, dass ich keinen Bock mehr aufs Spiel habe, sondern eher so, scheiße, wie löst du das jetzt? Und ich habe es tagelang rumüberlegt und bin schlussendlich auf diese eine Lösung gekommen. Tut mir leid, das Projekt wird jetzt wieder regelmäßig kommen, aber das hat mich einfach so ein bisschen runtergezogen, dass das jetzt verloren gegangen ist und ich keine Lösung gewusst habe, wie ich das Problem jetzt angehe. Obwohl es eigentlich ziemlich simpel ist, aber diese Weise wollte ich halt nicht, weil ich es halt unbedingt zeigen wollte. Aber mir blieb nichts anderes übrig am Ende. Aber okay, schauen wir mal auf die Karte. Als Beispiel haben wir hier unten im Wasser gleich etwas. Oh la la. Wie komme ich denn da runter? LOL. Ich kann den Gegner einfach umbringen mit der Stampfattacke von hier aus schon. What the fuck. Okay. Aber trotz alledem, wie komme ich da runter? Stampfattacke bringt nichts? Ach ja, ich habe jetzt auch endlich herausgefunden, wie man die Stampfattacke flüssig einsetzt. Ich musste einfach nur einen Stick nach unten drücken, ich Idiot. Und ich drücke irgendwie immer A dazu noch irgendwie das so gleichzeitig und dann ist es ganz simpel. Aber okay. Who cares? Aber da ich dort gerade nicht dran komme und ich auch nicht weiß, wie ich da rankomme, würde ich sagen, gehen wir dort runter. Also den Weg schneide ich euch, weil die Erklärung sollte jetzt eigentlich genügen. Und wir sehen uns dann, wenn ich dort unten bin. Bis gleich. Okay, bin da. Und nun müssen wir dort runter und... Wie machen wir das kaputt? What the fuck? Okay. Und yo, ganz ruhig. Kann ich das mit der Bombe kaputt machen? Machen wir mal. Nö. Oh. Und ich sehe halt auch keine Möglichkeit, wie wir das entfernen können. Komisch. Also, falls jemand das weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Und Luffy, du bist ja sowieso meistens eigentlich immer da und wirst dich wahrscheinlich freuen, wenn dieser Part endlich kommt. Also, wenn du Bescheid weißt, ne? Aber es geht auch an alle anderen, die, wo es wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde definitiv eure Hilfe, wie gesagt, in diesem Projekt benötigen. Aber okay, und ich habe es auch herausgefunden, wie ich dort oben hinkomme, weil das war quasi auch der Weg hierher. Ich musste einfach nur noch nach unten A drücken und dabei kommt man da runter. Ja. Richtig schwer, Leute. Aber den Weg schneide ich jetzt eigentlich nicht, weil das ist ja nicht so weit. Da ist mir ja gleich quasi da. Aber wie gesagt, sorry nochmal, dass das Projekt eine Weile nicht kam und ich einfach keinen Lösungsansatz wusste, wie ich das Problem jetzt angehe. Das hat einfach ein bisschen mich gestört. Aber naja, ist ja jetzt auch nicht mehr so schlimm. Die Energiezelle haben wir und da geht's weiter. Schwimmen wir mal weiter entlang. Und eine Energiezelle! Oh mein Gott! Hi! Energiezelle! Yes! Das ist eine... Wieder eine.
Nice, Alter, wie viele wir schon haben. Ist ja echt nicht mehr normal. Wir sind einfach viel zu gut dabei, ey. Wir sind viel zu gut dabei. Aber in Ordnung, nachdem wir das Ziegel gefunden haben, aber dort unten noch nicht reinkommen, würde ich sogar sagen, gehen wir zurück und gehen nach oben. Dort, wo die Frösche waren. Weil dadurch, dass wir jetzt quasi nach oben schießen können, durch die Fähigkeit, die wir in Ginsebomb bekommen haben, können wir jetzt dort ja auch weiterkommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja? Und wow, es hat mich leider erwischt, aber es hat funktioniert. Ich bin oben. Perfekt. Aber dadurch komme ich noch nicht. Okay, gehen wir mal dort rüber. Und hier ist... kann ich da hoch? Nein. Hm. Leider nicht. Und da oben komme ich auch nicht weiter. Shit. Ah, ich kann mich dort hoch. Und muss ich das kaputt machen? Kann ich damit irgendwie interagieren? Weil ich habe das Gefühl, das ist ein Schalter. Aber ich kann nicht damit interagieren durch Y. Und durch die Attacken auch nicht. Und durch die Bombe ebenso nicht. Ich will aber da rankommen. Ach man. Weil ich umsonst hierher gekommen. Aber okay, wenn du so willst, spielst, wenn das Spiel das so möchte, dann müssen wir das akzeptieren und ouch. Das war jetzt echt dumm. Aber okay. Dann würde ich persönlich sagen, gehe ich dort oben hin, seht ihr unter diesem Baum, also diesen Fähigkeitenbaum, unten drunter diesen Gang dort, da würde ich jetzt schnell hinlaufen, aber den Weg schneide ich euch, also bis gleich. So, bin jetzt oben und mal schauen, was ich... Aha! Eine Fähigkeitenzelle. Nice. Aber Alter, wir haben ja schon richtig viele Energiefähigkeitenzellen hier. Lösen wir die mal wieder ein? 5 Stück? Holy shit. Ich habe ja voll vergessen, wie viele ich schon gesammelt habe. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Was bringt das? Erhöht den durch Geisterflammen verursachten Schaden. Das können wir mal machen. Mehr Schaden ist immer gut. Verkürzt den Radius der verursachten Schaden beim Stampfen. Nö, den brauche ich jetzt nicht. Was bringt das? Das Erstellen einer Seelenverbindung erstellt 2 Lebensenergie hinterher. Das ist nicht so schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Komm, machen wir. Dadurch kriege ich jetzt immer doppelt so viele Leben hinzu und das ist eigentlich gar nicht mal so unpraktisch. Ne? Okay, dann schauen wir mal dort rüber, was das für ein Tor ist, weil da ist ein Weg versperrt. Und, okay, boom. Können wir dadurch jetzt wegknallen. Und das ist jetzt einfach nur eine Abkürzung? Eine Verbindung quasi? Könnte gut sein. Könnte gut sein. Aber sieht mir nicht nach mehr aus. Nope. Sieht mir wirklich nicht wie nach mehr aus. Aber in Ordnung. Dann haben wir das hier wenigstens schon mal mitgenommen. Schauen wir noch mal kurz dort hinter, um zu schauen, ob sich da hinten noch was verbirgt. Aber sieht mir nicht danach aus. Obwohl diese eine Tür dort schon. Diese Vierertür. Das ist doch safe was. Da würde ich gern noch hingehen. Aber in Ordnung, da würde ich sagen, gehe ich mal zu dieser Tür dort oben hin. Aber ich schneide euch den Weg. Also, wir sehen uns, wenn ich oben bin. Bis gleich. Obwohl, hab noch einen kleinen Zwischenstopp. Nö. Hab hier noch das hier gefunden und eine weitere Fähigkeitenzelle. Nice. Und ouch. Was soll der Scheiß? Und die war nämlich dort oben. Auf dieser kleinen Abstiegung. Aber okay, wir sehen uns jetzt wirklich bei der Vierertür. Bis gleich. Okay, bin da und das Energietor wird geöffnet, weil wir haben mehr als genug Energiezellen, um endlich dort reinzukommen. Und diese Fähigkeitenzelle nehme ich lieben gerne mit. Nice. Dann speichern wir gleich nochmal ab, gehen nochmal in den Fähigkeitenbaum rein und dann könnten wir eigentlich erfordert Ultraseelenverbindung, erfordert zwei, ermöglicht, dass Orifine mit einem Turbospin angreift. Okay. Da können wir unendlich unter Wasser atmen. Das wäre nicht schlecht. Aber was macht das nochmal? Eingesammelte Energie. Wisst ihr was? Ich mache den Turbosprint. Der ist ja mal mega geil. Auf LT. LT war was? Wie ging der nochmal?
echte Gedrücktheiten war es, oder? Möglich, dass eure Feinde mit einem Turbosprint LT angreift. Mal kurz auf den Controller schauen, wo es LT ist, weil mit dem Xbox-Controller kenne ich mich nicht so aus. Ja, ist schon die untere Schultertaste. Ist es schon. Okay. Klingt eigentlich ziemlich spannend. Und dort oben verbirgt sich jetzt nichts Großartiges, oder? Oder? Hm. Gehen wir mal der Sache auf den Grund. Und wie ich an diese Fähigkeit Seite komme, habe ich immer noch keine Ahnung, wie ich das quasi öffnen kann oder so. Also, da bin ich definitiv noch aktuell etwas überfragt. Aber in Ordnung. Da würde ich sagen, gehe ich jetzt dort runter zu dieser Zelle hier und wir sehen uns dann, wenn ich unten bin. Bis gleich. Und ab. Yeah, unter Wasser. Einfach die... Ich liebe, ohne Witz. Wenn ich etwas an diesem Spiel aktuell liebe, ist es Schwimmen. Das ist so geil. Ich bin ein richtiger Fan der Schwimmmechanik geworden. Das ist unglaublich. Ich finde es halt auch irgendwie richtig schön dazu. Die Steuerung einfach nur gut ausgetüftelt und gemacht. So macht es wirklich Spaß, unter Wasser zu schwimmen. Ohne Witz. Da können sich manche Spieler in der Scheibe davon abschneiden. Aber in Ordnung. Dann gehen wir mal dort hinter, weil... Alter. Und nein. Ernsthaft jetzt. Scheiße, ernst jetzt. Ich komme da nicht durch? Ach, come on. Really? Mann! Als ob ich da jetzt nicht durchkomme. Wo komme ich denn überall? Energie. Lebensenergie. Da würde ich gerne hinkommen. By the way. Hey. Wie komme ich denn dorthin? Wie komme ich dorthin? Dort oben? Wartet mal. Das will ich mal kurz austesten. Das interessiert mich jetzt. So. Und so. Obwohl. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich da hochkomme. Ich glaube, ich weiß, wie. In der Luft halten? Na. Das wird jetzt mehrere Versuche, glaube ich, brauchen. Weil ich möchte mich jetzt genau mit diesen Geschossen komplett nach oben schießen lassen. Aber das wird wahrscheinlich ein paar Versuche beanspruchen, obwohl jetzt könnte es... Nein! Ja, okay, ich blende euch den finalen Versuch ein. Bis gleich. Jetzt hat... Perfekt! Einfach hier hochschießen, an die Wand gehen, an der Wand campen, dann mal kurz zurück die Spinne zum Schießen bringen und dann das Geschoss nutzen, um hier hochzukommen. Das ist der Trick. Nice! Und diese Lebenszelle... ist meins. Perfekt. Aber in Ordnung, dann würde ich jetzt wirklich sagen, kletter ich mal dort nach oben, weil... das sieht mir ziemlich verdächtig aus nach Secret. Und das würde ich gerne auschecken, wenn es möglich wäre. Und da komme ich jetzt auch mit den Geschossen dort hoch. Perfekt. Yo. Einfach wie, was man alles mit diesen Geschossen machen kann. Nicht mehr normal. Und ich kann das nicht wegmachen. Das geht nicht mit Hilfe der Energieexplosion. What the fuck? Was brauche ich denn hier für eine Attacke? Bitte, ja! Und, die kann ich runterstampfen? LOL! Das war gerade mega Zufall! What the fuck? Das war überhaupt nicht geplant. Aber okay, so kommen wir hier runter. Es ist ja schon mal wenigstens etwas. Aber es war halt echt nur geplant. Das war gerade ein mega Zufall. Ich wollte einfach nur schnell nach unten kommen und dann ist es einfach der Trick. Ja, nice. Wenn das gerade nicht knapp war, weiß ich auch nicht. Alter, what the hell? Was hier alles so in dem Part schon alles knapp ist, ne? Das ist ja nicht mehr normal. Ich sehe euch sogar lieber, Jan. Und eine weitere Lebenszelle. What the fuck? Also in dem Part läuft's. Also in diesem Part läuft es definitiv. Verzieh dich. Also in dem Part kann ich mich endlich beklagen von zum Thema Energiezellen. Aber wartet mal. Wenn ich so an die eine rangekommen bin, würde das nicht im Umkehrschluss heißen, so komme ich auch an die andere ran? Wisst ihr was, Leute? Ich schneide euch den Weg
und wir sehen uns dann, wenn ich dort bin. Bis gleich. Und hier bin ich wieder und... Ach du Kacke. Was ist denn das für ein Vieh? Scheiße. Alter. Es geht aber voll ab. Läuft. Aber in Ordnung. Ist hier irgendwo was zum Stampfen? Ich sehe keinen Pfahl. Ich sehe nichts, ne? Das ist halt nicht so geil. Ich sehe keinen Pfahl, wo ich stampfen könnte. Okay, das verwundert mich sehr. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Weil hier einfach nichts ist. Hier befindet sich halt einfach wirklich gar nichts. Also auch wirklich gar nichts, gar nichts. Komisch. Sehr, sehr suspekt. Und dass hier wirklich, wirklich überhaupt nichts ist, glaube ich erst, wenn ich es dort oben war und hier oben auch nichts zum Stampfen gefunden habe. Kann man hier stampfen? Nein. Ich glaube, das hat irgendwas mit damit zu tun, was dort hinten ist, aber das können wir noch nicht aktivieren, ne? Das können wir noch nicht aktivieren. Aber in Ordnung. Lassen wir es einfach mal dabei. Und dann würde ich persönlich sagen, was ist mit dem Part? Ich sollte es lang genug aufgenommen haben und eine eigene, einigermaßen gute Partlänge hinbekommen haben, dafür, dass länger nichts kam. Also lasst einen Like-Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo, um nichts zu verpassen. Und sorry nochmal wegen dem Fehler dort, aber ich hoffe, es wird in Zukunft nicht nochmal passieren, weil das hat echt ein bisschen an der Laune gezogen, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt weitermachen soll. Also, bis dann und ciao.